Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris Climb die Ladder. Wir sind heute im Standardformat unterwegs und heute spielen wir die dicken Dinos. Wir haben ja schon mal die Gruul-Variante gesehen, die so ein bisschen Midrange angehaucht ist, die auch ein bisschen Removal spielt, den Dino-Shock spielt, Isquin spielt, so Interaction. All das lassen wir heute komplett weg. Unsere Interaction sind einfach 6 und 7 Mana Dinos. Fertig. Damit wir sozusagen das ganze Ensemble hier rechts auch casten können, brauchen wir natürlich sehr, sehr viel Mana-Beschleunigung. Und die haben wir glücklicherweise in den Dino-Farben. Wir haben Ixalis Lordkeeper, ein Mana-Mana-Dog, nur für Dinos. Aber wenn man nur Dinos spielt, ist das ja vollkommen okay. Wir haben Bramble Familiar, ein 2-Mana-Mana-Dog, der aber mit Fetch Quest, also mit der Sorcery Adventure, auch ziemlich fette Dinos ins Spiel bringen kann. Und deshalb ist der sozusagen sowohl auf Punkt 2 als auch auf Punkt 7 der Curve sehr, sehr gut. Glimpse the Core ist halt ein 2-Mana-Rampant-Growth, sucht uns ein Forest raus, was halt nicht verkehrt ist. Und wir haben auf der 3 noch den Topiary Stomper, den kennen wir natürlich noch aus den Domain-Listen. Also daher 16 Ramp-Pieces. Und dann wird es einfach nur noch fett. Na, beziehungsweise eigentlich 20 Ramp Pieces, denn der Hulking Raptor, der rampt uns Turn 5 auch in 7 Mana rein, sofern wir den Land Drop nicht missen. Ist halt ein 4-Mana-5-3er, der uns in der Pre-Combat Main Phase 2 Grüne gibt. Pugnacious Hammerskull ist natürlich mit drin, weil er 3-Mana-6-6 ist und die Curve Ixalis Lordkeeper into Pugnacious Hammerskull into anderer Dino ist halt einfach schon extrem stark. Naja, und dann kommt das Herzstück. Die Karten, die 6 oder 7 oder 8 Mana kosten. Earthshaker Dreadmoor, 6 Mana, 6, 6 Trample. Wir ziehen Karten. Sehr gut. Itali, glaube ich, muss ich nicht mehr viel zu sagen. 7 Mana, 7, 7. Wir kriegen 2 Free Spells. Und dann haben wir noch Gishad, 8 Mana, 7, 6 Vigilance, Trample, Haste. Und whenever Gishad, Sons Avatar, deals Combat Damage to a player, reveal that many cards from the top of your library. Put any number of Dinosaur Creature Cards from among them onto the battlefield and the rest on the bottom of their library in a random order. Ja, ich war mir kurzzeitig nicht sicher, ob ich daraus ein Solaris erstes Mal machen sollte, also einfach so eine Test-Deck-Liste, die ich dann im Play-Modus Gassi führe, oder ob ich sage, ach komm, die Dinos sind eigentlich so gut, die sollte ich doch auf der Ladder testen. Ich habe mich schlussendlich dazu entschieden, die jetzt mal auf der Ladder zu testen. Es ist aber weiterhin ein erstes Mal. Ich habe nämlich diese Liste noch nie gespielt, ja, also seht es mir ein bisschen nach. In der Mana-Base gibt es jetzt nicht so viel, also ich meine, wir spielen eine Plains, um uns die rauszusuchen mit Topiary Stomper, um dann Gishad casten zu können. Ich meine, wir haben dann eben genug Sources mit Cavern of Souls, Overgrown Farmland, der Plains, Topiary Stomper und Ixalis Lorekeeper, sollte es möglich sein, Gishad zu casten. Wir brauchen ein bisschen mehr Rot, um das Doppelrot für Itali zu gewährleisten, aber auch da haben wir die Cavern of Souls natürlich. Naja, und ansonsten versuchen wir halt einfach, dicke Dinos aufs Spiel zu legen. So schwer kann es nicht sein. Ich hoffe, die klassisch hochgetunten Listen wie Esper Midrange oder von mir aus auch Domain oder so machen uns da nicht so einen Strich durch die Rechnung. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Wenn ihr diese Deckliste selber mal austesten wollt oder Anmerkungen zur Deckliste habt, schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung oder in die Kommentare. Sektion. Da findet ihr die Deckliste und da findet ihr die Möglichkeit, mir einen Kommentar zu dieser wundervollen Deckliste dazulassen. Ich gehe jetzt auf die Ladder und gucke mal, wie die Dinos so performen. So, you go first. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben theoretisch, wenn wir... Ja, ich glaube, das ist ein Keeper. Also ich meine, Turn 2 Bramble Familiar. Wobei ich nicht mal hundertprozentig weiß, ob ich den spielen muss. Wenn ich Stomper Stomper mache... Ah, wir spielen gegen Monorot. Ach so, ja, stimmt. Ich spiele ja Best of One. Ich Idioto. Naja, ich glaube, ich mache es trotzdem, oder? Gegen Monorot habe ich jetzt nicht so infinite Zeit. Aber gegen Monorot werde ich wahrscheinlich auch nächste Runde einfach erstmal Pugnacious Hammerskull legen, damit ich erstmal einen Blocker habe. Oh ja. Mhm. Dann nehme ich 4. Gehe ich auf 15. Ja, und dann machen wir es jetzt halt so. Ich meine, der muss halt jetzt erstmal... Topiary Stomper ist nicht ganz so gut gegen Monorot, gebe ich zu, aber ein 6-6er, da kommen erstmal dazwischen. Also, okay, jetzt brauchst du Flieger. Ja, okay, hat er natürlich... Cacophony Scamp, okay, ja gut, kriege ich einen Schaden. Ja, okay, vielleicht greift er auch mit allen an. Ne, okay. Oh, Land wäre so gut gewesen, ne? Land wäre halt so wahnsinnig stark gewesen. Ja, ich nehme mal sowas hier. Greift natürlich nicht an. So. Ja, nächste Runde. Ja, wobei, vielleicht wäre sogar grün besser gewesen. Ja, okay. Ja, ich bin wahrscheinlich tot, weil ich hier ein Land, Landdrop misse. Card on top zu lassen bedeutet halt wahrscheinlich einfach ein Lightning Strike an den Kopf oder so. Und dann nehme ich 100 Milliarden Schaden, ja. Ich blocke halt den dicksten. Nehme aktuell 6. Mirren Bane Splitter. Wow, okay. Da bin ich sogar direkt tot, ne? Ja, kann den direkt opfern. Schießt Schaden in Höhe seiner Stärke. Ja, ist ein bisschen unlucky gewesen.
keine Lands zu hitten. Und waren wir on the draw? Wir waren on the draw, ne? Ja, das macht es natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger. Okay, gut, hey. Endlich, aber immerhin eine sehr authentische Experience, Monorot. Ja, ich glaube, das kann ich auf keinen Fall halten. Hier werde ich mal einen Mulligan machen müssen. Ja, das ist ein bisschen besser. Ja, je nachdem, ob wir die, ob wir noch irgendwie... Ne, ja, okay. Jetzt nicht ganz verkehrt. Ich kann theoretisch dadurch... ja, das war ein guter Draw. Ich glaube, da nehme ich aber tatsächlich lieber den, das Glimpse Core. Als den Ixalis Lawkeeper, ja. Gehen wir auch direkt mal rein. Dann habe ich nächste Runde zumindest safe den Hulking Raptor und danach Itali. Wir spielen gegen Domain. Das ist jetzt genau das andere Ende des Spektrums. Wir haben gerade gegen Monorot gespielt, jetzt gegen Domain. Ich hoffe, der Gegner stompt jetzt nicht. Also Topiary Stomper into Sunfall wäre halt crazy. Aber wir können nächste Runde den... Okay, er macht es auf jeden Fall nicht. Okay, wir können... ja, grünes Mana für Hulking Raptor. Der wird nicht gecountert, da bin ich mir relativ sicher. Und noch so ein Ixalis Lawkeeper. Und nächste Runde haben wir dann Itali. Ich glaube kaum, obwohl doch, Go for the Throat würde gehen. Aber selbst wenn du jetzt den Hulking Raptor killst, ja, ich meine, nächste Runde kommt Atraxa oder so. Oder für Carsten vielleicht unsere eigene Atraxa. I don't know, wir gucken mal. Ja, Domain ist auf jeden Fall auch kein besonders gutes Matchup. Vielleicht haben die Dinos, die Ramp-Dinos nicht so ein gutes Zuhause. Aber wenn, selbst wenn das, wenn die Deckliste am Ende 0.000 ausgeht, ist mir egal. Ich habe die Dinos gespielt. So, auf geht's. Warum nimmst du nicht die Plains? Was ist da los? Kann man nicht hier auch noch die Plains dazu nehmen vielleicht? Warum nimmst du nicht auch noch den Forest dazu? Ja, du musst den dazu nehmen. Sehe ich nicht. Bin ich Dinos gesagt? Wegen dem einen Damage, oder? So, let's hit it. Oh, wow. Es ist bei mir ein Topiary Stomper. Und Sunfall möchte ich decline. Aber gut, hey, ein Sunfall. Ein Sunfall weniger im Deck. Immerhin. Gegner wird jetzt wahrscheinlich trotzdem einen haben. Natürlich, zweite Plains. Ah, Mann, ey. Da hätte alles Mögliche drin sein können. Archangel, Atraxa, Herd Migration. Aber nee, es ist ein Sunfall. Es ist Archangel of Wrath, okay. Der killt vermutlich die beiden Kleinen, ha? Huh? Ach so, nee, klar. Der, oder, ja, das geht natürlich auch, ja. Okay. Kriegt dann 4-4er, macht Sinn. Direct Attack. Ja, sicher? Das ist doch eine Itali, ich wollte gerade sagen. So, jetzt ist meine Frage. Kann ich direkt... Ich kann das Ding doch direkt flippern, oder nicht? Hier, komm. Mach mal so. 10 Mana, ja, mach mal so. Ah, get lost. Okay, ja gut. Schade. Ja gut, dann habe ich... Ja gut, get lost, go for the throat. Klar, kann man natürlich alles haben. Ne? Ich hätte wahrscheinlich einfach einen Earthshaker Dreadmaw legen müssen, weil das ist jetzt relativ terrible. Jetzt ziehe ich nur noch eine Karte. Hm. Topiary Stomper kann ich angreifen. Aktuell zumindest nicht. Ah, wir haben zumindest ein Game. Ja, das ist jetzt ist ein bisschen anders als gegen Monorot gerade. Fühlt sich das zumindest nach einem Game an. Außer der Gegner legt gleich Atraxa. Dann halt auch nicht mehr. Und der Vigilancer greift nicht an. Das war der schlechteste mögliche Draw. Tatsächlich. Cool. Aber da, auch das war auch terrible. Immerhin. Gott, ey. Ja, greift der 5-5er mal an. Also ich sag mal so, Ixalis Lorekeeper flooded zu sein, ist leider auch nicht so gut. Ja, das ist... im Endeffekt ist es ein 1-Mana-1-1er, der Turn 1 extrem stark ist, aber danach dann auch so ein bisschen an Value verliert.
Dann kommt Sunfall. God Migration. Oh Gott, ey, das kann ich auch nicht besiegen. Das wäre eine. Mein gut, ich kann jetzt erstmal noch ein paar Karten ziehen. So ist nicht. Ziehen dann einfach nochmal drei Karten. Shaker Dreadmaw. 6 Mana, 6, 6. Draw 3. Nice. Sehr wichtig auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich greife mal nicht an. Ich kann mit den 6-6ern vielleicht angreifen, aber gleich kommt ein Sunfall. Gishard könnte... Wir könnten halt das Board leer räumen und dann vielleicht mit Gishard wieder voll machen oder so. Ein bisschen. Jetzt haben wir ja genug Mana auf jeden Fall. Ja, sobald das erste Sunfall vom... Oh mein Gott, das war die dritte Herd Migration. Klar. Hat man natürlich. Wir haben dafür aber auf jeden Fall nochmal ein Land gezogen. Ja. Habe ich noch ein Forest im Deck? Nice, habe ich sogar noch. Sweet. So, ich habe... Das sind 11 Attacker und ich habe zumindest 7 Blocker. Das heißt, aktuell bin ich noch nicht tot. Aber quasi. Ah, gegen Domain? Nicht so easy. Müssen wir einen schnellen Start haben. Hatten wir leider nicht. Okay. Immer noch keine Attack. Oh, wow. Das war kein schlechter Draw. Dinosaur natürlich. Na, gönn uns mal den Draw 4 noch. Ja, okay. Itali, auf geht's. Leyline Binding und Hulking Rector. Okay, ja, gut. Macht fast keinen Unterschied, was wir wegnehmen. Vielleicht halt einen, so ein 3-3er. Okay. Ja, komm. Legen wir einfach alles hin. Easy. Hab ich noch? Oh, ich hab noch. Oh, geil. Ich hab noch einen Basic. Sweet. Ja, keine Attacks. Nächste Runde greife ich mit einer Indestructible Italien an. Vielleicht. Sparrow's Headquarters. Irgendwann wird der Gegner sicherlich noch einen Sunfall hitten. Dass das Game so lange geht, hätte ich auch nicht gedacht. Nice. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ich. Oh, Angel. Okay. Okay. Ja, sicher. Gut, gucken wir. Ja, wahrscheinlich wird die nächste Invasion einfach gekillt, ne? Ja, klar. Ja. Ja, gut, vor dem. Der Engel macht halt irgendwann schon auch Business. So, da ist aber. Da ist aktuell. Doch, Sunfall Mana ist auch noch offen. Noch eine Invasion, klar, natürlich. Ja, jetzt dürfte der Gegner schon bald keine Basics mehr finden. Okay. Hat jetzt 3 Mana offen. Letzte Handkarte. Kann was weiß ich sein. Ich werde auf jeden Fall Itali flippen und mit der angreifen. Hier, Activate. Für 9 und ein Grün, ist es egal. Ich habe Infinite Mana. Er hat natürlich noch den letzten. Okay, klar. Letzte Karte ist nochmal ein Get Lost. Easy. Okay, auf geht's. Hier, Earthshaker Dreadmaw. Mach dich mal fett. Ja, nee, ich suche eigentlich nur noch Italis und Gishards, ehrlich gesagt. Oh, wow. Sehr viele 6-6er. Ja gut, der Gegner hat auch keine Handkarten mehr, ne? Einfach mal rein, oder was? Ja. Eigentlich nicht gut, mit denen anzugreifen. Im 8-8er vielleicht noch, weil ich zumindest 2 Teile mitnehme, aber ist eigentlich auch nicht gut. Eigentlich ist es auch nicht gut. Ja, okay. Er blockt halt mit 100 Herd Migration Tokens. Okay, got it. Ja, 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 ja. Ja, ja. Man sieht den Earthshaker Dreadmaw schon gar nicht mehr hier. Okay, 4. Exalis Lawkeeper. Nice. So. Gucken, was der Gegner hittet. Topiary Stomper. Okay. Ist noch ein Basic drin oder nicht? Keins mehr drin. Okay, ja. Ja, das ist leider sehr ärgerlich. Ich muss Itali hitten. Ich muss Gishard macht ehrlich gesagt auch nicht viel. Wird halt auch einfach tot geblockt. Oder ich muss ein Glimpse the Core hitten. Das bringt mir gar nichts mehr. Ist komplett leer, die Karte. Ich habe auch keinen Mana Sink in Form von den Ländern mehr. Nee. Ja, man müsste wahrscheinlich auch die Restless Ridge Line spielen.
Aber ein paar Basics drin für die Topiary Stomper und so. Okay. Zanfor wäre übrigens eine ziemlich große Kreatur. 3, 10, 12, 14, 16, 18 und 22, 22. Apparat. Okay, gehe ich raus. Ja, den Virtual kann ich leider nicht mehr besiegen. Damn. Ja, die besseren Top-Decks sind dann am Ende vielleicht doch beim 4-Color, beim 5-Color-Domain-Deck. Ist okay. 0-2 ist auf jeden Fall kein guter Start. Ich bin schon wieder on the draw. Das hilft mir halt auch nicht. Und ich bin sehr, sehr langsam unterwegs. Also Turn 3, Topiary Stomper. Ich glaube, das reicht nicht. Ich habe eine Restless Ridgeline reingetan. Im Gegensatz zur initialen Liste. Das ist ein bisschen besser, aber okay. Ja, ich behalte mal Gishard einfach. Was soll's? Gucken wir mal. Oh, wir spielen gegen Mono Rot on the Draw. Cool. Naja, das hilft ja schon mal. Im Moment aktuell noch nicht, aber vielleicht hätte ich den 6-Drop dann behalten sollen anstelle von Gishard. Gucken wir mal. So, ich gehe mal davon aus, dass jetzt wieder ein Phoenix-Chick kommt und ein Removal. Weil jedes Mal, wenn Kumano Faces Karkasan da ist, ist ein Phoenix-Chick. Oder noch ein Phoenix. Okay, das geht auch. Ist ein sehr guter Start vom Gegner. Ja. Ach Quatsch, Human Dinosaur. Warum sag ich denn da? Mega Quatsch. So. Ich bleib mal zu Hause. Vielleicht blocke ich einfach. Also ich blocke jetzt, sofern ich kann, und versuche dann einfach mit Gisha zu gewinnen. Ja, genau. Der Gegner hat dann aber jetzt auch einfach mal drei Phoenix-Chicks. Das ist so unfair, ey. Und warum müssen wir immer Mulligan nehmen und sind immer on the draw im Best of One? Das ist so dumm, ey. So kann ich doch die Power der Deckliste nicht wirklich zeigen. Ich glaube, da steckt schon ein bisschen was hinter, aber so macht es halt keinen Sinn, Leute. Ja, klar. Wieso sollte unser Gegner auch nicht vier Phoenix-Chicks haben? Verstehe ich nicht. Ja, bin ich halt nächste. Ich bin definitiv nächste Runde tot. Ich kann es nicht mal verhindern. Also der kostet 8 Mana. Ah ja, stimmt. Ja gut, dann halt hier. Etali? Noch nicht mal irgendwas Gutes gehittet, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, ich sterbe einfach an den ich sterbe einfach an den vier Phoenix-Sticks. Ja, cool. Ja, Mann, ey. Commando Faces Kakasan, into two Phoenix-Sticks, into two Phoenix-Sticks. Okay, got it. So, Schaffler, darf ich jetzt mal anfangen? Das wäre super nett. Und kein Mulligan, bitte. Kein Piece of. Naja, schon, aber. Dadurch, dass ich zur Abwechslung on the draw bin, glaube ich, muss ich. Ja, ich meine, wenn ich ein. La ich habe halt einen guten Blocker auf der 3, aber ich bin halt on the draw gegen. Ja, okay, klar. Viel besser. What the fuck, Mann. Okay, gucken wir mal, wie sich das ausshaped. Okay. Gucken wir mal, ob das das schnelle oder das lange. Also, es ist auf jeden Fall das bessere Dino-Deck, denn er hat Turn 1 zwei Mana-Farben und schon den Mana-Ramper hingelegt. Okay, das ist nicht ganz so strong. Aber er zeigt mir Bone Horde Dracosaur. Den kann ich auch nicht besiegen. Vor allen Dingen, wenn nicht, wenn er so früh kommt. Aha. Ja, der ist ganz gut. Gegner hittet auf jeden Fall noch die Lands. Jetzt wird es Zeit für einen 4-Drop-Dino. Für Perfect Curve. Na ja gut, ich glaube, das ist halt ehrlich gesagt schon wieder den, weil man gegen Mono-Rot spielt auf der Ladder. Ich glaube, das ist einfach so ein Ladder-Ding. Ja, okay, hier kann ich leider nichts machen, außer den legen, der Trash ist. Wenn jetzt ein Land kommt. Okay, ja gut, dann kommt da der Bone-Horde Drakosaurus. Ja, okay, cool. Ja, GG's. Ich kann halt einfach wieder so einen Lappen hier hinlegen, ey. Yikes. Yikers. Okay. Auf geht's. Bramble Familiar. Nächste Runde habe ich zumindest. Okay, wir exilen. Natürlich. Land und Palanis Hatcher. Für maximalen Value. Ja. Stehe ich. Alle Dinos kriegen Haste, insbesondere der Dino, der gerade vom Bone Horde Drakosaur entstanden ist. Ja, die Variante habe ich auch überlegt. Die ist halt nicht schlecht. Ja? Aber theoretisch sollten wir ein ganz gutes Matchup gegen die haben.
wenn die Gegner nicht die Nuts haben und wir mitspielen, aber doesn't always work like that. Ah ja, okay. Ja, einer greift mal an. Okay. Ich gehe davon aus, dass der Gegner jetzt. Ja, das müsste GG sein, glaube ich. Das ist wahrscheinlich die Variante, die auf der Best-of-One-Ladder besser geeignet ist. Aber es ist so ein bisschen so, dass man natürlich auch auf der Ladder schon so ein bisschen metagamen sollte, ne? Also wenn man halt feststellt, okay, man spielt zu so 90% gegen Mono-Rot, macht es halt voll Sinn, nicht so eine High-Curve zu haben, sondern halt eben, also ich baue meine Decklisten nicht danach, dass ich weiß, ich spiele gegen 90% Mono-Rot. Ich spiele halt dann eher so auf Turnierebene, wo Leute andere Decks spielen. Natürlich macht es Sinn, ein Dino-Deck zu bauen, was ein bisschen mehr low to the ground ist und sowas wie Armored Kincaller spielt, wenn man gegen Mono-Rot spielt. Aber du wirst, wenn du ein Turnier spielst, halt nicht gegen 80% Mono-Rot spielen, sondern halt gegen Aspa Legends, gegen Azorius Soldiers. Also gegen Domain Ramp, solche Dinge halt. Ja, jetzt sind wir halt kaputt. Ja, war, glaube ich, ein ganz guter Draw vom Gegner. Okay, cool. So, jetzt, was ich gerade schon mal angekündigt hatte, ich wäre gerne ohne Mulligan on the play. Jetzt hatten wir leider wieder einen Mulligan und waren wieder on the draw. Und wir stehen 0-4 in dem Video. Das wird ein richtig guter Upload, glaube ich. das ist eine sehr, sehr starke Hand. Also, wenn wir on the play wären, insane die Hand. On the draw müssen wir mal gucken. Ja? Okay, ja, weiß ich noch nicht so richtig. Aber sollte das Ding überleben? Ich habe Turn 2 Topiary Stomper. Okay, ja gut, habe ich tatsächlich. Ah, sehr gut. Ich ziehe eine Menge Fettsoße anstelle Mana. Das ist hervorragend. So, könnte ich jetzt bitte, einfach bitte Lands hitten. Bitte. Topiary Stomper. Gegner macht das ein bisschen besser als wir. Der hat einfach. Der macht es einfach. So. Kann er angreifen mit dem 1-1er. Genau, hätte ich auch gesagt. Kann man schon machen. Land. Ah. Junge, 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 Junge. Sind die Draws trash, ey. Das gibt's nicht. Kann ich nichts ändern, Leute. Ich habe einen Two-Lander gehalten. Kein Land gezogen. Two-Lander on the draw. Obviously, natürlich. Ja. Habe ich verloren. Gehe ich raus. Die Leidensfähigkeit hier wird auf jeden Fall hart auf die Probe gestellt. Ja, auch hier konnte ich definitiv nicht wirklich was machen. Es war eine sehr, sehr gute Hand. Also wir waren nur leider on the draw und haben keine Länder gezogen. Wir dürfen anfangen. Moment, Moment, Moment. Wir dürfen anfangen und. Was? Ich habe hier Turn 2. Was? Okay, dann muss aber irgendwann. Dann müssen wir aber gegen Monorot spielen und der killt halt Turn 1 den Lawkeeper. N Moment. Was ist hier los? Okay. Sollte da. Moment, was denn? Was? Also, Leute, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das kommentieren soll. Das sieht ja richtig gut aus zur Abwechslung mal. Ossification. Na gut. Ah, gut, okay. Ja, gut. Es gibt schon wieder kleine. Ja, okay. Ich sehe schon. Es gibt schon wieder kleine Probleme hier. Wir sind langsam ein wenig Gishard-flattet. Aber okay. Noch ist ja nicht schlimm. Ich habe im Moment 5 Mana, 6 Mana von meinen 8 nötigen für Gishad. Alles noch im Rahmen. Und wenn, nicht zuletzt, war das hier auf jeden Fall dann zumindest wie soll man sagen, eine Studie, um herauszufinden. Man kann, glaube ich, nicht ohne Interaction spielen. Ja, ich glaube, man kann nicht hier ohne Interaction spielen. Das funktioniert einfach nicht. Braucht immer Interaktion. So. Zack. Der 6-6er bleibt da liegen. Oder kriegen wir jetzt von Adalina auf den Schnorchel? Ich brauche ja nur Länder. Oder, keine Ahnung. Earthshaker Dreadmaw wäre wahrscheinlich die beste Karte. Ist ein 6-Mana 6-6er, den ich casten kann, der mir 2 Karten zieht. Ja, okay. Wir kriegen einfach voll auf die Mütze. Wir kriegen einfach voll auf die Murze. Okay. Nehme ich 4. Okay, das ist. Ja. Das ist zumindest eine Karte, die mich nächste Runde Gishard casten lässt, wenn das Ding denn liegen bleibt. Ossification wird das Ding killen, ja. Ich würde eine Menge Schaden nehmen. Ja, aber ich kann nächste Runde, glaube ich, zum ersten Mal Gishard casten.
wenn nicht Ixalis Lorekeeper oder Hulking Raptor umgebracht werden. Denn der Gegner hat noch 5 Handkarten, 4 Mana. Okay, das ändert an Gishad nichts. Das auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie angegriffen wird. Ich denke mal, ich werde hier für 9 angegriffen. Ich glaube nicht, dass der... Ich glaube, ja, wobei Brutal Cathar greift vielleicht noch nicht mal an. Der greift an? What the hell? Ja, du kannst auch mit Adeline angreifen. Ah, willst du mit Adeline nicht angreifen? Okay, gut. Na gut, der ist halt quasi ein Free Attack, ja. Macht halt 2 Schaden. Okay. Auf geht's. Ja, er muss zumindest mal 3 Kreaturen davor legen. Theoretisch. Ansonsten trampeln wir halt drüber und dann hoffe ich, dass wir wenigstens einen Dino freischaufeln. Come on. Ja, 3 Damage gehen drüber. Come on, da werden ja jetzt wohl Dinos da. Oder sind es 3 Lands? Ah ja, okay. Immerhin. Eieieiei. Naja, es ist immerhin ein Dino dabei. Okay. Okay. So, nächste Runde habe ich dann theoretisch die Möglichkeit, hier nochmal mit Gisha zu ballern. Vielleicht. Ah, Dinos gegen Humans, ey, klassisch. Immerhin, wenn wir das... da ist natürlich die zweite Adeline. Classic. Aber das bedeutet, dass ich nächste Runde auf jeden Fall nochmal Gisha casten kann. Jetzt die Frage, wer alles angreift. Ja, okay. Ja, läuft doch. Vielleicht gibt es wieder nur so einen Attack mit einem 2-1 Humans. Der, ja, genau, der ist ja for free. Okay, alles klar, sehe ich ein. Ja, okay. Nächste Runde gibt es noch einen Gishad. Gucken wir mal, ob der wieder von Adeline geblockt wird. Vielleicht hitten wir diesmal sogar was Besseres als einen Top-Harry Stomper. Vielleicht hitten wir sogar ein Land, das wir auch mit den Stompern zusammen angreifen können. Das wäre halt sehr, sehr schön. Okay, da könnte noch was sein. Boah, ey, wenn wir das jetzt gewinnen... Oh mein Gott. Also, wenn ich das jetzt gewinne, dann muss ich aufhören, weil auf dem Höhepunkt, dann muss ich aufgeben. Dann muss ich aufhören mit dem Video. Da ist aber kein Land. Schade. Das wäre sehr gut gewesen. Och, nee, ey. So, aber, ja, darf ich für 7 Dinos reinlegen? Bitte? Come on. Warum habe ich den 6-Drop gezogen? Ich hätte lieber ein Land gezogen und der 6-Drop sollte die nächste Karte sein. Come on. Okay, nur 3 Karten tief. Aber vielleicht ist wieder ein Top-Harry Stomper dabei. Gucken wir mal. Yo! Geil! Wieder ein Tor. Aber ey, das ist ehrlich gesagt völlig okay. Ich glaube, das war der bestmögliche Hit. Weil jetzt habe ich 3 Blocker mehr. Ja. Okay, ich glaube, wir können das gewinnen, Leute. Okay, ja gut. Ja gut, das ist eine Menge Damage. Das ist 1 Menge Damage. Ja, aber Toughness wird trotzdem nicht mehr. Also Gishad geht gleich auf jeden Fall wieder prüfen. Eigentlich gehen alle prüfen. Ja, 5-1 First Strike ist natürlich ein Problem. Und ich habe, wie gesagt, keine Interaktion im Deck. Aber... Wenn ich das jetzt gewinnen sollte, ist vorbei, Leute. Ich spiele mit den Dinos nicht normal. Also sorry, aber das reicht mir jetzt. Alle gehen rein. Oh, hat er irgendwas ausgerechnet? Mal Block. 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 Dann block ich noch so. Dann nehme ich 4, ja? Das sieht doch gut aus. So, jetzt gibt's aber erstmal, Freunde. Warte mal. Ah, yes. Das haben wir auf jeden Fall. Die Dinos, im Endeffekt dann doch klar. Ne? Wir waren on the play, haben das Spiel gewonnen. Das waren einfach nur die Die-Rolls, Leute. Die Dinos sind unschlagbar. Nee, ganz ehrlich,
Ich glaube, dass die Midrange-Variante besser ist als die Ramp-Variante, aber ich wollte es einfach mal testen. Ich wollte einfach mal gucken, wie es ist, wenn man halt ganz nach oben geht, was die Curve angeht, und dann versucht halt einfach mit möglichst viel Ramp da auch schnell hinzukommen. Turns out, ich glaube, Standard ist aktuell zu interaktiv dafür. Vor allen Dingen auf der Best-of-One-Ladder kommt man einfach nicht hinterher hinter die schnellen Decks. Ich glaube, in Best-of-Three sieht das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber es kann durchaus sein, dass mir so ein paar Midrange-Elemente fehlen. Der Bone-Knot-Dracostorm muss vielleicht rein. Palanis Hatcher muss vielleicht rein. Isquint oder so, um so ein bisschen Kreaturen removen zu können. Man kann ja durchaus ein bisschen Top-End spielen. Ich glaube, Gishad ist aber tatsächlich ein bisschen zu over the top dafür. Trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, mir dabei zuzusehen, wie ich vermöbelt werde. Solltet ihr die Deckliste testen wollen, guckt einfach unten in die Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Solaris. Tschüss!